Ja, Definitiv. aber Koks kann ich mir momentan nicht so gut leisten. Nein, nein. Wäre schön, liebe Leute. Also buttert immer ordentlich Spenden rein, dass ich immer auf Koks sein kann. Dann kann ich euch auf jeden Fall noch bessere Content liefern. Und spendet bei mir, ich leite das dann weiter. Ja, Ja, natürlich. stimmt, ich bin ja gerade nicht da. Ja, gut, dann geht ja alles wieder. Sag ich jetzt mal wieder Danke an Level Hack. Danke, danke, Level Level Hack. Und warte, schreibe ich Level Hack nochmal eben Aber ganz ich habe kurz da an. noch eine Bitte an Level Hack. Ja. Doof, ne? Soll ich das jetzt sagen oder lasse ich es? Jetzt hast du schon angefangen. Ach, ist eigentlich blöd, ey. Ne, ist nicht Mensch, blöd. Bei meiner alten Base, da waren drei Schmieden, zwei Bergbänke und ein Chemietisch und das wurde geklaut. Aber ich kann mir das wie alles das wurde, so wie das wurde geklaut. Ja, wurde aus der Kiste geklaut. Bei mir. In der alten Base. Jetzt ja, ich bin doch erst ohne Bike die ganze Zeit durch die Gegend. Und dann habe ich mir natürlich, also da war ich noch mit Blacky sozusagen. Und ich hatte oben so drei. Aber das ist nicht, aber Blacky hat es nicht nein, mitgenommen, nein, nein, weil nein, der nein. hat ja auch Der Sachen wusste abgeholt. auch, nein, der wusste auch, dass das meine Kisten waren. Wir hatten das alles dreimal abgesprochen. Das ist alles kein Ding. Deswegen habe ich mir extra separat Neues gemacht, damit er und Bloody sich das halt nehmen können, was unten steht, oder behalten einfach. Ne? Weil ich wollte mir halt was Neues suchen. Hab das also alles angefertigt, so nach und nach, und hab das dann in den Kisten gelassen und bin dann los und wollte mir halt was Eigenes suchen. Und ja, und dann hat Ladia gesagt, hier, ich will doch mit dir zusammenziehen und so. Und sie hatte ja schon ein Bike und dann habe ich zu ihr gesagt, pass auf, dann nimm du die Sachen aus der Kiste, die ich da drin habe. Ich bin da und einmal such du Monat. Für uns mal ein schönes Plätzchen, ne? Hast du das geklemmt? Das hat sie, das, da hat sie dann. Ich meine, die Kiste aufgeschlagen, das habe ich ihr erlaubt. Und da hat sie aber die Schmieden, das Wichtige, ganz Wichtige, erst noch drin gelassen und das Essen und so rausgeholt erst. War das halt geclaimed erst, oder nicht? Ja, da ist oh. unten ein Block ist da unten. Ja, was heißt Base ein Block ist da drin? Ist der aktiv oder nicht? Weil laut Regeln darf überall, wo nicht geclaimed ist, jeder alles rausnehmen. Nee, nee, das ist da unten ist ein Claim-Block. Okay. Da ist ein Claim-Block unten drin. Gott, das ist jetzt laut hier. Oh Gott. Stopp, Kurz. Du hast gerade gesagt, ich habe die Kiste aufgeschlagen. Ich habe die nicht mal aufgeschlagen. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht. Also ich habe nicht mal in die Kiste reingucken können. Also die drei Claim, definitiv. Also da ist nur noch Schrott drin. Ich habe die definitiv nicht aufgemacht. Ich habe auch nicht reingeguckt. Ja, dann hat irgendeiner die aufgeschlagen und hat sich das rausgenommen. Also dann ist es definitiv. Also ich war es definitiv nicht. Ich habe das, na, das hab, ich hab, nee, du hast es nicht verstanden. Ich habe ja nicht gesagt, dass du es geklaut hast. Nein, aber du hast ja gerade gesagt, ich hätte die Kisten aufgeschlagen und das Zeug aber halt nicht mitgenommen. Aber ist ja natürlich. Ja, ich habe die gar nicht angerührt. Also ich habe das total vergessen. Ah ja, okay. Also aber definitiv ist es ja dann halt geklaut. Und unten ist ja ein Block. Der ist gesetzt worden, der Block. Sonst hätten die, sonst hätte ja Blacky und so die Schmieden und etc. ja gar nicht ab. Also mit ja, ja. Bei mir ist das Discord leiser drehen. Das muss ja dann von Blacky-Kiste sein. Naja, ich wollte es halt nur eben wissen, weil mich das halt natürlich interessiert, ob jemand auf dem Server unterwegs ist, der da Scheiße baut. Ne? Also wie gesagt, ich weiß, ich krieg's nicht mehr wieder. Ich habe das auch, also wie Jess und Blacky, die haben dann nochmal gesagt, hier schreibt das nochmal in den Chat. Und Tim hat das auch gesagt, schreibt das nochmal in den Chat rein. Habe ich das auch immer gemacht, dass das nicht in Ordnung war. Weil viele Leute, das vielleicht hat es ja jemand ja gelesen, ne? Aber ich kann es mir ruckzuck wieder herstellen, nur dann hätten wir halt mehr gehabt, ne? Und es ist halt eine Sauerei. Ja, ja, klar, es ist eine Sauerei. Das ist halt nicht in Ordnung. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Aber naja, so ist es. Ja, ja, mal gucken, ob Level Hack da sonst was machen kann. Der wird uns jetzt, aber wenn er bei Joe zuguckt, allerdings uns nicht mehr hören, weil Joe ist nämlich rausgegangen. Dann schreibe ich ihn mal eben selber an. Aber du müsstest ihm sonst eben schreiben, Ich kann auch nicht gestern, also ich weiß ja nicht, wie er das sehen kann. Ne, das muss ja dann gestern passiert sein oder vorgestern. Gestern, das vorgestern, glaube ich. Ja, gestern oder vorgestern, das weiß ich ja nicht. Weil wie gesagt, ich habe da echt nicht mehr dran gedacht, dass da halt noch hinten dran deine Kisten waren und so. Und dann habe ich die Uni aufgemacht. Also okay, also dann hat definitiv irgendjemand alles geklaut. Ja, ich habe nur die anderen aufgemacht, die regulär offen waren mit Passwort. Und die anderen habe ich nicht angehört. Naja, ich meine, wenn irgendwo Passwort oder so dran ist oder so, dann sollte ja, oder man die sowieso gar nicht so öffnen kann, dann sollte da ja auch normalerweise eh kein anderer beigehen, ne? Ja, richtig.
Oh, Double Kill. Aber ich muss auch eben dazu sagen, ich weiß nicht genau, wie das hier ist oder ob das vielleicht spielinterne Bugs oder Fehler sind, dass ich bei mir in der Best auch eine Kiste hatte, die auf einmal, die ich selber die aber auf einmal. Nee, die war nicht. Ich meine jetzt in diesem Spiel. Ach so. Die ich auf einmal nicht mehr öffnen konnte und da habe ich jetzt gedacht, jemand anderes hätte die hingesetzt. Aber dann habe ich die aufgehauen und es waren noch die gleichen Sachen drin, die ich da reingetan hatte. Okay. Genau. Ja, ist schon merkwürdig. Gut, ich werde Level Hack mal eben schreiben. Server Neustart. Ich trage das mal. Ich gehe noch mit rein. Ja. Ja, Pan, sonst kannst du ja mal Level Hack anschreiben. Ihr habt es ja alle gehört. Also ich habe da kein Problem mit, wenn sonst kein anderer damit auch Probleme hat. Ob du die Sachen sonst wiederbekommen kannst. Weil ich bin dann jetzt erstmal wieder off. Ich bin gerade vom Arzt gekommen, habe es gelesen. Bin deswegen direkt rein. Oh, schade. Ich dachte, du bist jetzt ein bisschen hier. Und unterhältst uns. Nee, ich kann hier auch gar nicht. Hier in der Küche, das geht gerade gar nicht. Ey, das ist hier... Grade. Ist es wieder schlimmer mit deinem Rücken, oder was? Nee, es geht. Es ist noch gar nicht einfach besser. Okay. Warte mal bitte, Elias, schon unterhalten. Ja, du musst zocken. Da hat es keine Probleme. Zocken ja, ich ist weiß. Ja, dann schreibe ich ihn an. Warte. Na ja, gut, Stengi, weiß nicht, dann... das läuft. Falls wir uns dann nicht nochmal hören, dann war dann gute Besserung. Ja, also spätestens Bombay wieder da. Okay. Das ist doch auch. Erhol dich schön. Alles klar. Genau, und euch viel Spaß. Ciao. Jo. Ciao. Mach's gut. Ciao. Und ich bin dann nochmal auf, weil Essen ist schon ganz fertig. Okay. Bis gleich. Bis gleich. So, jetzt ist wieder ruhiger. Ich hab dich schon runtergedreht. Das war, ich weiß, jetzt war gerade wieder eine Situation, da habe ich es auch echt verstanden, warum Ciao raus ist. Ich war nämlich auch kurz davor rauszugehen. Das war so laut. Alle, also nicht du jetzt allein, sondern die Kombination aus allen zusammen. Das war so laut. Ja, und wenn das auf Dauer ist, das geht nicht. Gerade wenn ihr am Stream seid, da habe ich dann schon. Jetzt Verständnis. Oh, eine Battery Bank. Das ist immer gut. Tim war da heute in einem College drin. Da gab es so krass viele Bücherregale. Ja. Das war richtig bekloppt. Ein bisschen aufgeregt, dass ich da nicht durchgegangen bin, als ich das vor kurzem bei meiner großen Tour gesehen habe. Oh, Red Remover auch immer gut. Kann ich auch schon herstellen. Cool. Den bauen wir nämlich jetzt direkt hier rein. Ja, ich kann die auch herstellen, aber ich will die nicht herstellen. Ich will die selber bauen. Ich will die nicht herstellen. Kann ich mir das Material sparen. Okay, das ist teuer. Was, ich brauche noch mehr Upstream. Ich habe doch schon runtergestellt. Hä, hey, aber wieso habe ich so wenig Upstream? Das kann eigentlich gar nicht sein. Ich müsste 10 Mbit haben. Ich habe extra schon auf 720p runtergestellt, obwohl. 10 Mbit. Ja, aber anscheinend habe ich nur 2,5. Das wundert mich gerade ein bisschen. 6,5 ist völlig okay. Ja, vor allem ich streame ja nur noch auf 720p. Muss mich da wohl doch noch ein bisschen mehr mit beschäftigen, wo ich was nachschauen kann. Ich weiß gar nicht, wo ich das sehe, dass ich nur 2,5 habe. Womit streamst du denn?
Streamlabs OBS. Okay. Ist das auch eine Einstellung, die ich im Streamlabs irgendwie mache? Diese Bitrate meinst du, oder was? Ja, ja. Also die Bitrate, die kannst du bei unter Einstellungen Streamlabs OBS und dann Ausgabe. Unten links ist so ein kleines Rädchen. Ah, okay. Ja, ja, okay. Ah, und die muss ich hochstellen. Das war der Standardwert, der da drin war. Genau. Das sucht sich OBS erstmal selber so. Aber das sollte man immer extra machen. Okay, dann mache ich mal ganz, ganz kurz Stream-Neustart. Dann ändere ich das mal gleich, wenn das geht ja ganz schnell. Kommt drauf an, was da hält. Ja, da sind nur Internet 2,5 Moment mit drin. Also bitte nicht abschalten, ich bin gleich wieder da. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu schnell gemacht. Das ist da oben drüber. So, Ausgabe. So, und dann haue ich jetzt 4000 rein, schreibt Cerberus. Ja. Und davor CBR, ABR, VBR, CAF? CBR. Okay. Du hast da auch 4000 oder was hast du? 6. 6? Ja, ich habe ja. Da ich auch 6000. 50.000 habe ich. Ja, ich habe ja sonst nichts. Kann ja auch 6000 reinhauen. Ja. Also was du halt für ein Internet-Upload hast, ne? Bis danach geht 10. Das ja. Reicht. Ja, kannst du 6000 nehmen. Man muss ja denken, Twitch ist noch Discord, aber das ist ja nicht. Das reicht alles dann. Und wenn, dann kannst du doch immer noch runterstellen. So, da sind wir wieder. Habe ich schon alles leer gemacht, ja. Ich kann mich gar nicht bewegen. So. Wegschmeißen. Schlepp ich schon wieder alles mit mir rum hier. Unmöglich. Hat's denn jetzt nach unten gepackt oder was? Der ist jetzt echt nach unten geflogen, ey. Ja, aber mehr sollte ja besser sein. Oder hat das jetzt, verstehe ich, ich dachte Computer, aber scheinbar verstehe ich es doch jetzt hier. Bitte was? Ja, du wackelst jetzt hier im Discord. Ich wackle im Discord. Hans sagt gar nichts. Ja, also kann. Und dann streamen sie. Oh ne, es liegt an mir. Meine Verbindung wackelt. Du musst halt nur gucken, wenn du merkst, dass dein Stream halt ruckelt oder du merkst Discord oder so, dann musst du ein bisschen runterstellen von den Bitrate. Wieder die Bitrate. Da. Dann fahren, dass du wohl Mine ganz am. Mal hörst, ist logisch, du bist ja mit dem. Ich hab vorhin. Hörst du? Hab ich Twitch, also hab ich den Stream. Aber Servus, was hat denn auf Twitch damit zu tun? Oh. Wie er von Twitch runter mit meinem Upload zu tun hat. Das hat ja was mit der Auflösung zu tun, dann wenn. Die Bitrate ist ja nur damit nicht hoch. Und das ist. Da ist. Wieder läuft hoch. Alles flüssig bei dir. Und dass die. Jetzt ist schon automatisch ein bisschen da. Ja, weil ich flottere. Jetzt sind es richtig wieder hoch. Jetzt guck ich. Ausgabe. Allgemein. Ausgabe. Warte. Ja, aber. Nee, also die Bitrate tun wir. Wieso bist denn jetzt auf einmal wieder so laut? Das verstehe ich nicht. Lol. Das,
Zwangsball hin. Ich. Weil ich wahrscheinlich vorher leiser geredet. Ja, aber dann rede doch nicht da. Redend. Ja, also das hat ja was mit der Auflösung zu tun. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Das hat nicht mit der Upload-Rate zu tun. Also, ich habe hier bei Basis 1080 mit Ausgabe 1280. Das ist auch. Mit FPS. Ich glaube, Panne. Was? Bei mir ist die ständig lauter leise. Ich rede ganz. Okay, das ist zu leise. Rede mal. Ganz normal. Ja, jetzt ist besser. Jetzt habe ich mal hier auch meinen. Ich lasse ja immer mein Twitch-Stream-Fenster nebenbei laufen, damit ich sehe, ob das Ganze. Ich finde das irgendwie besser als das OBS-Fenster, da ich ja eh neu bin und hier etliche Einstellungen immer. Ja. Vor allem siehst du dann auch, wenn dein Stream. Ja. Genau, das habe ich mir halt auch gedacht, dass ich nicht wirklich, ob man da vielleicht voll die Performance-Probleme hat. Ich steuere doch, wie groß der Download sein soll, eigentlich die Auflösung auswählen, in der ich mir den Stream anschaue. Ich habe zum Beispiel auf Arbeit 20, eigentlich nicht mehr brauche und mal 720, weil sonst die Leitung einfach Probleme macht. Und wenn ich mehrere Streams habe, dann stelle ich es sogar noch. Und wenn ich nur in 480p schaue, läuft es natürlich auch entsprechend flüssig. Echt, das kann man manchmal nicht auswählen. Okay, tatsächlich. Jetzt bist du das mit. Aber das ist ja auch dumm. Wieso? Also, dass man es nicht hochstellen kann von mir aus, dass sie quasi dem höhere Bandbreite geben. Aber dass man sich runterstellen kann. Aber wie gesagt, ich. Also, es geht nur bis. Ich weiß nicht, vielleicht reden wir gerade auch voll aneinander. Ja. Aber ich glaube, er meint tatsächlich das Gleiche, was wir auch meinen, dass man die Auflösung runterstellt vom Stream als Zuschauer. Mhm. Also nicht als Streamer, sondern als Zuschauer. Das geht wohl nicht immer. Ah, okay. Aber ich kenne auch sonst keine andere Plattform. Also Max Dings. Was meinst du? Ach, diese Plattform, ich kenne nur Twitter, nur vom Hören, aber. YouTube hast du aber auch schon mal gehört, oder? Hm? YouTube hast du schon mal gehört. Ja, gut, abgesehen davon, okay. Abgesehen davon. Ja, Mixer
Twitter ist, glaube ich, in Deutschland noch nicht so verbreitet. Ich weiß nicht, ob verbreiteter ist, da war auf jeden Fall sich einen Namen zu machen. Langweilig. Okay, alles klar. Gut, dann stelle ich das nochmal auf 4000. Ich habe das jetzt tatsächlich nicht gewusst und habe deswegen gedacht, mehr als 1000er Leitung soll ja 6000 hergeben. Aber das ist dann natürlich. Hier, das verstehe ich nicht. Das kann doch nicht sein, dass das für die Wegfindung von dem Zombie der kürzeste Weg ist, sich hier durch den Beton oder völlig scheinbar ist das der kürzeste Weg für die KI. Er ist am Feuer gestorben, aber eine Million gehauen. Kommen Sie her. Oh Gott. Hey. Hey, was ist denn jetzt los? Unfair. Ich werde mal kurz was essen. Hat guten Hunger. Ja, guten Appetit. Von den ganzen Tier 6 Quests hier die Shamway zumindest inzwischen echt die einfachste. Da hat man schön die Platte
Und wenn man die Zombie-Spawns mal alle kennt, ist das hier eigentlich relativ gemütliches Durchlaufen. Nur da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Aber auch der ist. Dann nehme ich die Shotgun oder die Arkade. Definitiv mal mit OBS noch ein bisschen mehr auseinandersetzen. Das gebe ich ja. Ich habe den Stream hauptsächlich deswegen angehauen. Pan und mich quasi überredet. Aber irgendwie macht es ja auch Spaß und warum nicht, wenn ich eher am Zock. Außerdem habe ich dann gleich Videobeweise für all die 7 Days zu passieren. Und natürlich habe ich aber genau hier und ja, definitiv.